Sehr geehrte Damen und Herren, meine Lieben, Niklaus von Flüe. Ein gewisser Laie Nikolaus von Flucht, wie in einem Brief von Bischof Hermann von Konstanz aus dem Jahr 1469 zu lesen ist. Diesen Mann möchte ich kurz würdigen. Bekannt ist er uns als Bruder Klaus. Das war sein Name schon zu seinen Lebzeiten. Die Bezeichnung ist uns bis heute vertraut. Und sie sagt uns alles über diese bedeutende Persönlichkeit der alten, achtörtigen Eidgenossenschaft aus. Er wird Bruder genannt. Er ist ein Bruder im Sinne des Glaubens. Der Ausdruck erinnert an einen Klosterbruder. Bruder Klaus ist ein Gottesmann, ein gottgeweihter Mann, eine gottgeweihte Person im Besonderen. Zunächst einige Eckdaten der Zeitgeschichte. Einige haben wir gehört, hier noch einige. Ich beginne diese kurze Würdigung des Heiligen mit dem Hinweis einerseits auf das Datum 1417, sein Geburtsjahr, und das Datum 1517. 1410 wird Sigismund von Luxemburg Kaiser. Es ist die Zeit des großen abendländischen Schismas. Der neue Regent will die zerbrochene Einheit der westlichen Christenheit durch eine Kirchensynode wiederherstellen. Von einem der damaligen Gegenpäpste, Johannes dem 23., ratifiziert, beruft der Kaiser ein Konzil auf dem Reichsgebiet nach Konstanz ein. Nach langen Verhandlungen bezüglich der Reform der Kirche und der Wahl des neuen Papstes versammelten sich die Wahlberechtigten am 8. November 1417 zum Konklave. Am 11. November desselben Jahres wird Kardinal Ottone Colonna gewählt und nimmt, sich auf den Tagesheiligen berufend, den Namen Martin an. Martin der Fünfte. Diese Papstwahl war gleichsam ein Akt Europas und für Europa. Damit endete eben 1417 nach langen 40 Jahren das bisher wohl schwerste abendländische Schisma. Das andere Datum, nämlich 1517, ist der Anfang der Reformation und damit der Beginn eines erneut schwierigen Zeitabschnitts für das Abendland, letztlich für die Welt der Neuzeit, bis hinein in die Moderne und Postmoderne. Das Wirken von Bruder Klaus liegt zwischen diesen zwei für den Westen bedeutenden Daten. Geboren wurde er ja 1417, gestorben ist er im Jahr 1487. Die Krise des ersten Schismas ist überwunden, die zweite steht bevor. Das Leben von Bruder Klaus liegt mir am Herzen. Das heißt, das Leben eines Mannes des Glaubens, eines Heiligen. Das Leben eines Menschen, der sich ganz Gott geweiht hat. Das Leben eines Menschen, den Gott ins Vertrauen gezogen hat. Das Leben eines Menschen, der bis heute
wie ein Mahnmal des Glaubens vor uns steht. Ein Mahnmal für die Schweiz, ein Mahnmal auch für Europa. Vom Glanz der Alpen überstrahlt, tritt uns dein ernstes Bild entgegen. Formuliert der Hymnus zum Fest des Heiligen am 25. September. Einem solchen Menschen gerecht zu werden, ist nicht einfach. Vor allem ihm gegenüber zur heutigen Gesellschaft. Er trägt die heutige Gesellschaft den Ernst dieses Mannes. Er trägt die heutige Eidgenossenschaft den Ernst dieses Mannes. Das ist die Frage. Und deshalb möchte ich etwas in Distanz gehen und in erster Linie nicht meine Meinung sagen, sondern in erster Linie Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Mit wenigen Hinweisen und Erklärungen meinerseits. Was ich sage, ist andererseits nichts Neues. Es ist weithin bekannt. Es ist verbürgt durch eine ansehnliche, gute, zeitgenössische Literatur über Bruder Klaus. In diesem Sinn möchte ich nur in Erinnerung rufen und zum Nachdenken anregen. Nur wenig und knapp kommentieren und einige wenige Akzente setzen. Der Einstieg. Bruder Klaus, der Gottesmann. Bruder Klaus ist, wie ich bereits angedeutet habe, ein Gottesmann. Dies ist sozusagen der Obertitel über das Leben des Heiligen. Alle anderen Bezeichnungen gehen daraus hervor und lassen sich von daher erklären. Nur als Gottesmann wird Bruder Klaus verstanden und richtig beurteilt. Ein allgemeines, umfassendes Zeugnis von Ernie Anderhalden im Kirchenbuch von Sachsen von 1488 festgeschrieben, zeichnet Bruder Klaus mit diesen Worten. Es ist ein etwas längeres Zitat, aber es umschreibt eigentlich das ganze Leben von Bruder Klaus. Darauf möchte ich dann anschließend zurückgreifen. Er habe stets die Billigkeit lieb gehabt, das Unrecht gestraft und in Kriegen seine Feinde wenig beschädigt, sondern sie nach seinem Vermögen beschirmt. Er sei auch immer gottesfürchtig und sehr andächtig gewesen. Er habe auch immer andächtiglich gebetet und viel gebetet, sich selbst viel Abbruch getan und lange Zeit alle Freitage gefastet, hernach alle Wochen 4 Tage und dazu die Fasten hindurch alle Tage nicht mehr als einmal ein kleines Stücklein Brot oder ein wenig gedörrter Birnen gegessen. Er habe auch alle zeitliche Gewalt und Ehre geflohen, verachtet und nichts anderes gesucht als Gottes Ehre und insbesondere solch hohen Fleiß angewandt, dass man um seiner ernsthaften Bitte willen seine Kirchgemeinde ihm die Richter- und Ratsstelle erließ. Anderhalden fährt dann fort. Ferner habe Bruder Klaus ihm einmal gesagt, als er 16 Jahre alt gewesen, hätte er einen hohen, hübschen Turm an der Stätte gesehen, wo jetzt sein Häuslein und seine Kapelle stehen. Und deshalb sei er von Jugend auf stets willens gewesen, die Einsamkeit zu suchen, wie er auch getan. Auch hätte Bruder Klaus mir denn einmal gesagt, dass ihm Gott unter anderem 3 große Gnaden verliehen, nämlich
des Ersten, dass er die Zustimmung von Frau und Kindern zu seinem Einsiedlerleben erlangt, zum anderen, dass er keinen Willen, Begier oder Versuchung jemals gehabt habe, von solchem Leben wieder zu Frau und Kindern zurückzukehren, und zum dritten, dass er ohne leibliche Speis und Trank zu leben vermöchte. Ebenso habe Bruder Klaus niemals gespielt, noch irgendwas Schlimmes geredet, denn er habe immer da nach Gottes Willen gelebt, sich stets aller guten Dinge beflissen, auch seine Kinder, Nachbarn, Freunde und andere darin unterwiesen. Meine Lieben, diese Schilderung gibt uns ein allgemeines, zusammenfassendes Bild über das Leben von Bruder Klaus. Gerne möchte ich es mit Ihnen im Einzelnen etwas anschauen und dies unter 6 Titeln. Bruder Klaus, der Visionär. Bruder Klaus, der Mann des Gebetes. Bruder Klaus, der Asket. Bruder Klaus, der Mystiker. Bruder Klaus, der Lehrer des Glaubens. Bruder Klaus, der Bote des Friedens. Das sind diese 6 Titel. Zum Ersten, Bruder Klaus, der Visionär. Wir haben es eben gehört. Bruder Klaus war nach den Worten von Ernie Anderhalden ein Visionär. Ferner habe Bruder Klaus ihm einmal gesagt, als er 16 Jahre alt gewesen, hätte er einen hohen, hübschen Turm an der Stätte gesehen, wo jetzt sein Häuslein und seine Kapelle stehen. Und deshalb sei er von Jugend auf stets willens gewesen, die Einsamkeit zu suchen, wie er auch getan. Bruder Klaus erfährt seine Berufung in verschiedenen Visionen. Visionen sind Erfahrungen der Transzendenz, des Übernatürlichen, des Übersinnlichen. Sie sind eine besondere Eingriff Gottes ins Leben eines Menschen. Sie steigen nicht aus dem Ich des Menschen empor, wie etwa heute von Visionen gesprochen wird. Sie kommen an den Menschen heran. Sie werden dem Menschen durch Gottes Wirken zuteil. Sie werden dem Menschen durch Gottes Willen gegeben und der Mensch erfährt in den Visionen eben diesen Willen Gottes und das Walten Gottes in außerordentlicher Weise. Und deshalb ist die Vision eng mit der Prophezie verbunden. Die Begriffe ergänzen sich wechselseitig. In unserem Fall drängt sich der Vergleich mit dem alttestamentlichen Mann, mit dem alttestamentlichen Jungen, eine sehr sympathische Gestalt, nämlich mit der Gestalt von Samuel auf. Die ist euch sicher allen bekannt. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig, da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Uns ist als dann der Dialog zwischen Gott und Samuel bekannt. Gott weiht Samuel in seine Pläne ein. Die biblische Darstellung endet als dann mit dem Hinweis, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Kehren wir zurück zu Bruder Klaus. Neben Ernie Anderhalden berichtet uns ein anderer Zeitzeuge, nämlich Heini Amgrund, ebenfalls im Kirchenbuch von Sachsen festgehalten, über den Visionär
Bruder Klaus. Er selber, Bruder Klaus, habe durch eine Vision erfahren, dass er wie ein Stern am Himmel sei, der in die Welt also scheine. Meine Lieben, das ist nicht Überheblichkeit. Bruder Klaus hat schlicht und einfach seine Berufung in einer Vision erfahren und erkannt. Er hat sich dieser Berufung nicht widersetzt. Berufung bedeutet Ruf Gottes. Es ist immer ein Ruf Gottes zum Wohl und zum Nutzen des Volkes, der Menschen. Die Geschichte hat uns bestätigt, dass die Vision echt war. Bruder Klaus ist bis heute ein Stern am Himmel unseres Landes. Das Leben von Bruder Klaus ist ein Werk Gottes. Sein Leben ist ein Zeichen Gottes in einer schwierigen Zeit. Wäre er nicht gewesen, gäbe es unser Land kaum. Zu Recht verehren wir Bruder Klaus bis heute als Landespatron der Schweiz. Zu Recht sagt der Festhymnus zur Feier der Morgenstunde, nämlich zu den Laudes: Ganz im Verborgenen reifst du heran zum Schützer der Heimat, denn dein versöhnendes Wort bringt den Entzweiten Freiheit und Frieden. Das Zweite: Bruder Klaus, der Mann des Gebetes. Bruder Klaus ist der Mann des Gebetes. Er sei, ich zitiere wiederum das Zitat vom Anfang, er sei auch immer gottesfürchtig und sehr andächtig gewesen, habe andächtiglich und viel gebetet, sagt uns Ernie Anderhalden. Dazu haben wir auch das gewichtige Zeugnis seines eigenen Sohnes, Hans von Flü, auch aus dem Kirchenbuch von Sachsen. Hans von Flü sagt uns: Bruder Klaus, es heißt da, Hans von Flü, Bruder Klausens ehrlicher Sohn, Landammann zu Unterwalden, ob dem Wald, über 40 Jahre alt, hat geredet: Solange er gedenke, habe sein Vater immer die Welt geflohen und ein einsiedlerisches Wesen gehabt und allzeit gesucht, nach Frieden getrachtet, das Böse mit großem Missfallen gestraft und die Gerechtigkeit lieb gehabt. Auch alle Wochen 4 Tage, nämlich Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, gefastet und die ganze Fastenhaus, das ist die Fastenzeit, alle Tage nicht mehr als einmal ein kleines Stück Brot oder ein wenig dürre Birnen gegessen und sonst keine warme noch andere Speise gebraucht. Und jetzt kommt die ganz wichtige Stelle: Am Abend sei er stets mit seinem Hausvolk zur Ruhe gegangen, aber jede Nacht, wenn immer er erwachte, so hörte er, dass sein Vater wieder aufgestanden war und in der Stube bei dem Ofen betete, bis dass er in den Ranft ging. Er habe ja stets alle zeitliche Gewalt und Ehre verschmäht und niemals etwas anderes begehrt, als Gott zu dienen in der Einsamkeit, und habe ihm auch der Teufel viel Leidens und Unruhe angestiftet. So sein Sohn. Meine Lieben, bei diesem Zeugnis möchte ich nur das eine hervorheben. Der Sohn ist nach Jahren noch beeindruckt vom betenden Vater. Ist das nicht eine Lektion für so viele Väter?
Meine Lieben, hätten die Kinder vieler Väter ihre Väter beten gesehen, wäre so mancher Lebensweg der Menschen anders verlaufen. Ein drittes. Bruder Klaus, der Asket. Er habe sich selbst viel Abbruch getan und lange Zeit alle Freitage gefastet, hernach alle Wochen, 4 Tage und dazu die Fasten hindurch alle Tage nicht mehr als einmal ein kleines Stücklein Brot oder ein wenig gedörrter Birnen gegessen, hat uns Ernie an der Halden eben mitgeteilt. Und wir haben das bestätigt bekommen, auch durch den Sohn. Bruder Klaus lebt schon in jungen Jahren asketisch. Es ist nicht eine im Alter gekommene Weisheit, sondern er ist schon in jungen Jahren sehr asketisch veranlagt und befolgt die Weisungen der Kirche bezüglich Fasten und Abstinenz. Askese im christlichen Sinn ist nicht autogenes Training. Im Brief an den Rat von Bern schreibt der Heilige, und bedenkt, er schreibt den Ratsherrn von Bern: Ihr sollt auch das Leiden Gottes in eurem Herzen tragen, denn es ist der Menschen größter Trost an seinem letzten Ende. Mit dem Leiden Gottes meint Bruder Klaus das Leiden Christi, weil Christus ja Gottes Sohn ist, spricht er vom Leiden Gottes. Er verinnerlicht dieses Leiden, er nimmt teil an diesem Leiden. Sein Fasten ist von hier aus eigentlich zu beurteilen und zu deuten. Die Askese im christlichen Sinn ist eine Teilnahme am Leiden Christi, eine Solidaritätserklärung für den Herrn. Das Fasten des Heiligen hat bei den Menschen viele Fragen hinterlassen. Bewunderung und Nachdenken. So kamen immer wieder Besucher in den Ranf, um darüber mehr zu erfahren. Als der Dominikaner Felix Fabri Bruder Klaus fragte, durch welche Stufen und Verdienste er zu dem gelangt sei, was man von ihm erzählt, dass er ohne irdische Speise lebe und ob das wahr sei, wies der Einsiedler auf einen frommen Priester aus Luzern hin, die gab es damals. Auf einen frommen Priester aus Luzern, welcher ihn in einer tiefen Not, die er durchlebte, in die Betrachtung des Leidens Christi eingeführt habe. Der Priester habe ihm gesagt, es bleibe noch die andächtige Betrachtung des Leidens Jesu Christi. Ganz erheitert erwiderte ich, also Bruder Klaus, erwiderte ich, das sei mir unbekannt. Und ich wisse nicht die Art und Weise, das Leiden Jesu Christi zu betrachten. Da lehrte er mich, die Abschnitte des Leidens unterscheiden durch die 7 kanonischen Stunden nach der Tageseinteilung des kirchlichen Stundengebetes. Darauf hielt ich Einkehr in mich und begann, die Übung täglich zu erfüllen, also immer noch Bruder Klaus, in welcher ich aus Barmherzigkeit des Erlösers für meine Armut Fortschritte machte. Viertens, Bruder Klaus der Mystiker. Als Mann Gottes ist Bruder Klaus der Mann der Mystik. Dies ist sozusagen die Fortsetzung des Vorausgegangenen. Das Gebet und die Askese führen zur Mystik. Das Gebet und die Askese gehen andererseits auch aus der Mystik hervor. Der Höhepunkt der mystischen Erfahrung bei Bruder Klaus ist die Tatsache seines wunderbaren Fastens, der jahrelangen Nahrungslosigkeit.
Eben dieses Fasten hat Argwohn und Zweifel bei seinen Mitbürgern hervorgerufen. Also die Welt hat sich nicht verändert. Bei seinen Mitbürgern hervorgerufen, sodass sich der kirchliche Vorgesetzte, nämlich Bischof Hermann von Konstanz, veranlasst sah, eine Untersuchung anzuordnen. Hören wir die Worte des Bischofs, der nicht ganz unbesorgt war über die Geschehnisse um Bruder Klaus. Denn im Allgemeinen, das muss ich zugeben, schätzen auch Bischöfe außerordentliche Vorkommnisse wenig. Sie können ihnen nämlich ganz anständig Arbeit geben. Der Bischof von Konstanz beauftragte nun seinen Weihbischof Thomas mit der Untersuchung und schrieb ihm, es ist nun ein ziemlich langes Zitat, aber ein sehr wichtiges Zitat. Er schrieb ihm, schon in verflossenen Tagen wurde zu unseren Ohren gebracht, wie in Unterwalden und fast im ganzen Gebiet der Eidgenossen ein nachhaltiges Gerücht, unbekannt durch welche Machenschaften oder Verursachung entstanden sei und durch das Zeugnis vieler daselbst bestätigt werde, dass ein gewisser Laie, Niklaus von Flucht genannt, ein Mann von lobenswertem Lebenswandel bei Gott, dem Allmächtigen, so viel durch seine Tugendwerke erlangt und zustande gebracht, dass dieser glorreiche Gott, dem alles bekannt und möglich, diesen Niklaus schon mehrere Monate und Tage über ein Jahr hinaus ohne menschliche Nahrung und irdische Speise durch himmlische Stärkung in einer waldigen Gegend oder Schlucht wunderbar erhalten habe und heute noch erhalten. Dieses Gerücht wuchs derart an und verbreitete sich, dass viele umwohnende Leute beiderlei Geschlechtes, sowohl geistliche als weltliche, ihm Glauben beimessen, täglich oder bei passender Gelegenheit jenen Nikolaus und seine Wohnstätte besuchen und dahin einen großen Zulauf haben, indem sie glauben, es sei ein heiliger Mann und sie könnten damit ein Verdienst erlangen, das heißt nicht kleine Gnaden von hinnen tragen. Da aber aus Erwägungen und Wahrscheinlichkeitsgründen sich der lebhafte Verdacht aufdrängen könnte, dass hinter all diesen vorgenannten Tatsachen ehrgeizige und betrügerische Machenschaften stecken und dazu befürchten ist, dass wenn nicht mit raschen und geeigneten Mitteln eingegriffen wird, die einfältigen Schäfchen Christi verführt werden und in Irrtum und Aberglauben versinken und dadurch nicht geringes Ärgernis und Seelengefahr entstehen könnte. Und weil es unsere Pflicht ist, solches nach Vermögen zu verhüten, so sind wir begierig, über all dieses die Wahrheit zu erfahren und genau zu untersuchen, da ja nach dem Zeugnis des Apostels sich der Engel der Finsternis nicht selten in einen Engel des Lichts verwandelt und Zeichen tut, welche nicht auf dem Grundstein des Glaubens beruhen und nicht zu beachten sind. Wir geben daher eurer Amtsperson, deren Urteilskraft wir höchlich vertrauen, den Auftrag, durch geheime Nachforschung und eifrige Verhörung, nachdem ihr die hierzu geeigneten Wege und Mittel erkannt habt, Kraft unserer übertragenen Autorität, euch über die obgenannten Verhältnisse und deren nähere Umstände umständlich und genau zu informieren. Der Brief des Bischofs ist abschlussreich. Eben deshalb
habe ich ihn in dieser Länge zitiert. Er wäre zwar noch länger, aber ich habe das Wichtigste herausgenommen. Meine lieben Mystik, es geht hier immer noch um die Mystik des Bruder Klaus, die sich vollendet in dieser Nahrungslosigkeit. Mystik bekommt in der christlichen Theologie den eigenen Sinn des Hineingenommenseins in die Geheimnisse Gottes, ins Wesen Gottes. Mystik ist ein Widerfahrenis, ein Ergriffensein von Gott, also weniger meine Aktivität als vielmehr Gottes Wirken. Das mystische Erleben kommt über den Menschen. In diesem Sinn ist die Mystik sehr nahe bei der prophetischen Erfahrung. Der Geist Gottes kommt über den Propheten. Das hören wir noch und noch im Alten Testament. Der Geist Gottes kam auch über Bruder Klaus, haben wir auch sehr schön gesehen in diesem Ausschnitt aus dem Film, kam über Bruder Klaus. Das Ergebnis liegt dann in der Lebensweise des Heiligen Bruders. So möchte ich festhalten, nimmt das Gebet seinen Anfang beim Menschen, beim Willen des Menschen, der sich auf den Weg zu Gott macht, der eben, wie es der Psalm sagt, seine Seele zu Gott erhebt, nimmt die Mystik ihren Anfang bei Gott, der sich zum Menschen herablässt, der von der Seele Besitz ergreift und sie seine Gegenwart und sein Wirken in einer außerordentlichen Weise erfahren lässt. So wird uns klar, dass man mystisches Erleben nicht wollen kann. Es wird geschenkt. Auch dann wird es geschenkt, wenn Gebet und Askese der Mystik voraus sind. Eben diese Feststellung erscheint mir ein wichtiges Kriterium für ihre Echtheit zu sein. Darauf wurde Bruder Klaus streng, wirklich streng geprüft. Seine kritischen Zeitgenossen, die es eben schon damals gab, konnten ihn nicht des Betrugs überweisen. Das fünfte, Bruder Klaus, der Lehrer des Glaubens, vielleicht ist das etwas viel gesagt in einer katholischen Umgebung, aber ich betrachte doch Bruder Klaus als einen Lehrer des Glaubens, auch wenn ihm dieser Titel nicht zugeschrieben wird. Kehren wir zurück zum Bericht von Ernie Anderhalden. Ebenso habe Bruder Klaus niemals gespielt, das will wahrscheinlich heißen, sich vergnügt, noch irgendwas Schlimmes geredet, denn er habe immer da nach Gottes Willen gelebt, sich stets aller guten Dinge beflissen, auch seine Kinder, das ist nun der wichtige Hinweis, auch seine Kinder, Nachbarn und Freunde und andere darin unterwiesen. Lehrer des Glaubens. Bruder Klaus war ein tiefer Verehrer, der Priester Christi, wie er sagt. Er nennt sie so, die Priester Christi, und hat alle Monate gebeichtet und das Altarsakrament empfangen, so wird berichtet. Doch war er nicht nur passiv, er hat auch selber Anteil genommen an der Weitergabe des Glaubens. Durch andere gesunde und heilsame Zusprüche, ein weiteres Zeugnis, lehrte er sie, die Eidgenossen genannt, Gott fürchten und dessen Gebote halten, sich auf die Predigt seiner Priester, auch wenn diese schlechtes Beispiel gäben, ganz zu stützen, indem er durch prächtige und zierliche Parabeln, Metaphern und Gleichnissen jene Lehre bewies, bekräftigte und beleuchtete. Das schreibt Heinrich von Gundelfingen, auch aus seiner Zeit. Ein anderer Biograf schreibt, obwohl Nikolaus keine höhere Bildung genoss,
pflegte er doch aus der Wissenschaft, die ihm von oben eingegossen war, auch gelehrte Leute häufig von der Unkenntnis geheimnisvoller Dinge zu erlösen. Und wenn einfache Leute zu ihm kamen, um ihn über den Weg Gottes zu befragen, antwortete er gütig, ein jeder möge die evangelischen Lehren seines Seelsorgers in ernstem Gemüte bewahren und nach seinen Kräften auszuführen suchen. Der Lehrer Bruder Knaus. Der Glaube ist für Bruder Knaus auch nicht verhandelbar. Er ist gesetzt, sagt er. Der Glaube ist gesetzt. Er ist eine unverrückbare Größe, der sich der Mensch stellen und unterziehen muss. In diesem Sinn sagt er, mancherlei Mensch ist zweifelhaftig in seinem Glauben und der Teufel tut manchen Angriff im Glauben und allermeist durch den Glauben. Wir sollen aber darin nicht zweifelhaft sein, denn er ist so, wie er gesetzt ist. Und ich schreibe euch dies nicht, weil ich etwa glaube, dass ihr nicht recht glaubt. Ich zweifle nicht daran, dass ihr gute Christen seid. Ich schreibe es euch zu einer Ermahnung, dass ihr, wenn der böse Feind euch anficht, desto ritterlich widersteht. Wem schreibt er dies? Wiederum den Herrn von Bern, dem Rat von Bern. Das würde heute geschehen, wenn ein Pfarrer den Rat in Bern so anschreiben würde. Und sechstens und letztens, Bruder Klaus, der Bote des Friedens. Das ist sozusagen daneben der Höhepunkt. Frieden beruht ja auf Gerechtigkeit und Ordnung. Gerechtigkeit und Ordnung sind nun einfach die Voraussetzungen für Frieden. Bruder Klaus war ein Mann der Gerechtigkeit und Ordnung und wurde auf diese Weise auch ein Bote des Friedens. Greifen wir nochmals auf die Worte von Ernie Anderhalde zurück. Bruder Klaus habe stets die Billigkeit, wahrscheinlich ist damit die Gerechtigkeit gemeint, die Billigkeit lieb gehabt, das Unrecht gestraft und in Kriegen seine Feinde wenig beschädigt, sondern sie nach seinem Vermögen beschirmt. Wer die Sitten, vorhin haben wir auch einiges dazu gesehen und gehört, wer die Sitten der Zeit von Bruder Klaus kennt, vor allem auch die Kriegssitten und die Ruchlosigkeit vieler seiner Zeitgenossen, weiß, was eine solche Aussage bedeutet. Und auf diesem Hintergrund wäre auch jenes schreckliche Ereignis zu beurteilen, welches sich im alten Zürichkrieg bei Greifensee abgespielt hat. Dazu möchte ich nichts weiteres sagen. Ein besonders schönes Zeugnis für Bruder Klaus als Bote des Friedens ist der Brief des Schultheiß und des Rates von Solothurn an den Einsiedler im Ranft. Ehrwürdiger und andächtiger Bruder, wir, der Schultheiß und Rat zu Solothurn, empfehlen uns getreulich in euer Gebet. Wir sind berichtet, dass ihr durch Gnade des allmächtigen Gottes und seiner lieben Mutter in der ganzen Eidgenossenschaft Friede, Ruhe und Einhelligkeit gemacht habt durch euren getreuen Rat und Unterricht. Und dass ihr so viel Gutes unserthalben geredet, dass wir jetzt verbrüdert sind in einem ewigen Bund mit gesamter Eidgenossenschaft.
Dafür sagen wir billig dem wahren Gott und dem ganzen himmlischen Heer und euch, als Liebhaber des Friedens, groß Lob und Dank. Damit stehen wir beim Stanzer Verkommnis, also beim Abkommen von Stanz, beim Stanzer Verkommnis von 1481. Die Botschaft des Einsiedlers schlichtete den Streit, der in der damaligen Eidgenossenschaft entbrannt war. Ich zitiere nun Walter Nick, der ein sehr schönes Büchlein herausgegeben hat über Bruder Klaus, vor allem mit sehr vielen Texten, die ich eben benutzen konnte. Er schreibt, worin die Ausführungen Bruder Klausens im Einzelnen bestanden haben, ist nie genau bekannt geworden. Eines aber ist gewiss, er hat nicht als Unterwaldner im Interesse seines Kantons gesprochen, sondern hat weitblickend von einem gesamteidgenössischen Gesichtspunkt aus geurteilt. Was vorher in langen Verhandlungen nicht gelungen war, nämlich die Einigung der entzweiten Gemüter, das hat Nikolaus Botschaft in kürzester Zeit fertiggebracht. Er war nicht einmal selbst dabei. Seine Vermittelnden durch Heimann überbrachten Worte hatten genügt. So eben und damit, meine Lieben, ein kurzer Schlussgedanke. Das bedeutet, Bruder Klaus heute, was könnte er heute bewirken? Was wäre auf seine Fürbitte hin heute wünschenswert? Ein erstes, ich habe nur zwei Punkte herausgegriffen, die wünschenswert wären. Ein erstes. 1947 wurde der Einsiedler vom Ranft in den Kanon der Heiligen aufgenommen. Ein solcher Akt ist immer auch mit liturgischen Texten verbunden. Und die Oration, also das Gebet, lautet damals: Beati Nicolai, confessoris tui, intercessione suffulti, te Domine suppliciter exuranus, ut gentem nostram benigna semper protezione custodias, eius per victoribus gratiae tue lumen clementer infundas. Seid beruhigt, die Übersetzung folgt gleich. Also diese Oration wurde dann allerdings 1975 durch eine neue ersetzt. Sie ist aber eigentlich die authentische Oration der Feier der Aufnahme von Bruder Klaus in den Kanon der Heiligen. Die Oration enthält eine Aussage, eine Formulierung, die auch eine dringende Bitte für unsere Zeit enthält. Jetzt kommt die Übersetzung. Auf die Fürsprache deines heiligen Bekenners Nikolaus gestützt, bitten wir dich, o Herr, du wollest unser Volk stets unter deinen gütigen Schutz nehmen und seinen Lenkern das Licht deiner Gnade in Milde eingießen. Ich hoffe, das ist doch nicht wahr, dass ich es übersetzt habe. Meine Lieben, was könnte unserem Schweizer Volk Besseres zustoßen, als dass der Herr auf die Fürsprache von Bruder Klaus hin unseren Staatsfrauen und Staatsmännern
das Licht seiner Gnade einließ. Wir brauchen im wahren Sinn des Wortes begnadete, von Gott geführte Staatsfrauen und Staatsmänner. Das Zweite. Gehen wir zurück zum Datum 1517. Bruder Klaus hat die Einheit der Eidgenossenschaft bewirkt. Ich meine, er könnte aber die Einheit der Christenheit bewirken. Aber nicht allein dadurch, dass wir seine Geschichte nachlesen und weitererzählen, sondern dadurch, dass wir Wesen und Wort seiner Person bedenken und uns von ihm, von seiner Person und von seinen Weisungen auch etwas über den Glauben sagen. Ich schließe gerne mit den Zeilen des Heiligen an den Rat von Bern. Und ich glaube, dieses Wort ist ganz prägend und sollte prägend sein für uns. Er schreibt am Schluss, nein, am Anfang, der Name Jesu sei euer Gruß und wir wünschen euch viel Gutes. Und der Heilige Geist sei euer letzter Lohn. Herzlichen Dank.